Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Verstopfung in einer Toilette lösen könnt, und zwar unter Zuhilfenahme einer Rohrreinigungsspirale. Ich habe ja schon ähnliche Videos zu diesem Thema gemacht. Diese findet ihr übrigens, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Hier dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit notprofi.de. Dort findet ihr geprüfte Rohrreinigungsunternehmen aus eurer Region, die auch vernünftige, faire Preise nehmen. Das heißt, wenn ihr hier nicht weiterkommt, schaut einfach unten in die Videobeschreibung und schaut auf die Seite notprofi.de. Beginnen wir erstmal mit der Frage, was ist überhaupt eine Rohrreinigungsspirale? Diese gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Ich habe hier die billigste Variante mir mal beschafft. Das heißt, wir haben hier eine flexible Welle, nenne ich es einfach mal, eine Spirale. Hier vorne eine Spitze, die unseren Fremdkörper aufnehmen kann, und hier hinten eine Kurbel. Wie setzt man diese Rohrreinigungsspirale ein? In der Regel sollte man so eine Rohrreinigungsspirale nicht in einem Siphon einsetzen. Ausnahme, wir haben hier eine Toilette und hier haben wir einen relativ großen Siphon. Hier können wir es eventuell wagen, mit einer Rohrreinigungsspirale zu arbeiten. Sollte aber die Verstopfung viel zu weit hinten, hinter der Toilette liegen, empfehle ich euch natürlich immer, das WC abzubauen und direkt hier die Rohrreinigungsspirale in euer Rohr an der Wand einzuführen. Beginnen wir aber erstmal mit dem Einsatz der Rohrreinigungsspirale. Wie setzen wir diese ein? Das ist sehr einfach. Wir falten sie auf. Sie gibt es ja in verschiedenen Längen. Kauft euch die dementsprechende Länge, die ihr braucht. Hier bei so einer direkten punktuellen Verstopfung braucht ihr nur eine sehr kurze Rohrreinigungsspirale. Diese führen wir jetzt einfach hier oben in das WC ein und schieben sie in den Siphon. Arbeitet hier bitte vorsichtig, schiebt sie langsam den Siphon entlang, und wir sehen, ich habe hier schon meine Verstopfung. Diese habe ich vorhin einfach mal hier eingebracht, und wenn wir diese erreicht haben, stoßen wir mit der Spirale auf die Verstopfung, nehmen uns das Griffstück und drehen die Spirale im Uhrzeigersinn. Wenn wir merken, dass wir mit der Spirale, mit der Spitze vorne, unsere Verstopfung aufgenommen haben, können wir die Spirale nun langsam zurückziehen und versuchen so, unsere Verstopfung zu lösen. Macht das bitte so oft, bis ihr eure Verstopfung gegriffen habt. Jetzt habe ich hier sehr starken Widerstand. Das heißt, ich habe wahrscheinlich meinen Fremdkörper jetzt auch erwischt, angestochen. Also kann ich ihn jetzt hier vorsichtig nach hinten herausziehen und kann ihn so aus meinem WC entfernen. Ich zeige euch jetzt denselben Prozess auch einfach nochmal hier in einem kleinen Modell. Ich habe ja auch die Verstopfung am Anfang meines Siphons platziert, und hier kann ich dann auch die Rohrreinigungsspirale einbringen, die Verstopfung anspießen, indem ich die Rohrreinigungsspirale im Uhrzeigersinn drehe, und kann sie so einfach herausziehen. Jetzt möchte ich euch aber noch ein Problem zeigen, was hier auftreten kann, besonders bei sehr engen Siphons und wenn ihr die Verstopfung hinter dem Siphon habt, das heißt hier am Ende des Siphons. Wenn ihr nun hier eure Rohrreinigungsspirale einführt, sie eventuell auch leicht dabei dreht, kommt ihr noch um den ersten Bogen hier herum. Wie gesagt, es ist ein sehr einfaches Modell, aber hier irgendwann kommt ihr oder stoßt ihr an eure Grenze und kommt mit der Spirale nicht mehr weiter rein. Jetzt drückt ihr weiter und hier seht ihr, die Spirale wälzt sich, sage ich jetzt einfach mal, und im schlimmsten Fall überwirft sie sich. Das heißt, es würde dazu führen, dass die Spirale sich hier irgendwo drinnen verklemmt. Ich versuche das jetzt hier einfach mal ein bisschen zu simulieren. Und wenn euch das passiert, kann hier noch ein zweites Problem auftreten. Das heißt, die Spirale legt sich plötzlich doppelt in euer Rohr. Und hier bringt ihr zu viel Spirale in euer Rohr ein, und wenn ihr ganz viel Pech habt, verknotet sie sich jetzt hier noch. Und ihr seht das jetzt auch hier in meinem Beispiel. Ich weiß, ich habe das jetzt hier mit dem Siphon etwas übertrieben, denn er hat scharfe Kanten, aber so mancher Waschbecken-Siphon ist ja auch nicht ohne. Und ihr seht, ich habe mich jetzt hier drinnen verklemmt und kann meine Spirale hier nicht mehr herausziehen. Tut mir bitte einen Gefallen und zieht diese nicht mit Gewalt heraus. Hier könnt ihr schwere Schäden an eurem Abwassersystem verursachen. Ihr könntet die Rohre beschädigen oder im schlimmsten Fall sogar die Spirale noch mehr hier drin verkeilen. Was kann man nun tun? Ihr könnt hier mit dem Griff der Spirale jetzt gegen den Uhrzeigersinn einfach drehen und versuchen so, die Spirale wieder zu lösen. Ab
Habt ihr gesehen? Sie hat sich jetzt hier wieder zurückgedreht und ist hier aus dieser Verklemmung herausgekommen. Sollte euch das nicht gelingen, wie gesagt, zieht sie nicht mit der Gewalt hier heraus, ruft den Profi und lasst diesen bitte die Spirale entfernen. Wie ihr einen Profi findet, habe ich euch ja am Anfang des Videos gezeigt. Schaut einfach unten in die Videobeschreibung und schaut auf notprofi.de vorbei. So, was machen wir nun, wenn wir so eine Verstopfung hinter unserem Siphon liegen haben, tief hinter unserem Siphon? Bei unserer Toilette bleibt uns hier leider nur eines übrig. Wir müssten in diesem Fall das WC lösen, abschrauben. Achtet aber darauf, wenn ihr es wegzieht, es wird hier etwas Feuchtigkeit austreten, also haltet eventuell Lappen bereit. Entfernt euer WC von der Wand, zieht es vorsichtig von hier hinten dem verbauten Rohr ab. Ich habe das jetzt hier einfach mal so als Modell aufgebaut. Das heißt, einfach vorsichtig nach vorne herausziehen. Bitte nicht das WC nach oben abheben. Da das WC nämlich hier hinten in dieser Manschette drin sitzt, hebelt es vorsichtig hier heraus und zieht es nach vorne weg. Habt ihr dieses getan, könnt ihr nun eure Spirale hier in das Rohr einführen und so zu eurer Verstopfung schieben, dann dementsprechend einfach wieder an der Kurbel drehen, im Uhrzeigersinn eure Verstopfung greifen und diese dann einfach hier wieder aus dem Rohr entfernen. Haben wir dann so unsere Verstopfung entfernt, können wir unser WC wieder montieren und auch hier dann wieder das WC gründlich spülen, eventuell hier auch etwas Spülmittel eingeben und auch heißes Wasser nachgießen, um eventuell die Rohre nochmal von restlichen Verschmutzungen zu reinigen. Dann stellt sich noch die Frage, was für eine Art von Verstopfung kann man überhaupt mit so einer Rohrreinigungsspirale reinigen? Ich habe es euch ja vorhin schon gezeigt, so Toilettenpapier, Haare oder alle weichen Substanzen lassen sich natürlich mit dieser Rohrreinigungsspirale relativ gut aus einem Siphon oder eventuell auch aus dem dahinterliegenden Rohr entfernen. Was kann man nicht damit entfernen? Harte Gegenstände. Ich werfe jetzt einfach mal hier so einen Gegenstand in die Toilette. Wenn dieser Gegenstand hier erstmal in den Siphon drinne liegt, ich demonstriere das hier einfach mal, kann ich ihn eigentlich mit so einer Rohrreinigungsspirale so gut wie nicht mehr herausbekommen. Hier muss dann das WC auf jeden Fall abgebaut werden. Wir können es einfach mal probieren. Ihr seht, meine Spirale hat hier nichts, was sie greifen kann und kann dann dementsprechend auch diesen Gegenstand hier nicht aus dem WC entfernen. Also Rohrreinigungsspirale nur bei weichen Verstopfungen. Sollten Gegenstände in den Siphon hineingefallen sein, muss dann dementsprechend die Toilette demontiert werden. Greift einfach hier hinten hinein und entnehmt den Fremdkörper. So, und zum Schluss des Videos noch ein wichtiger Hinweis. Ich möchte natürlich in diesem Video in keiner Weise dazu aufrufen, hier das WC auszubauen. Wenn ihr dieses tut, tut ihr dieses natürlich auf eigene Gefahr. Hierbei können mitunter diverse Fehler auftreten, Wasserschäden können entstehen und auch beim Zusammenbau des WCs oder anschließend des WCs könnt ihr natürlich hier auch schwere Fehler machen. Wenn ihr euch dieses nicht zutraut, lasst hier bitte den Profi ran. Wie ihr diesen findet, habe ich euch ja am Anfang des Videos gesagt oder gezeigt. Schaut einfach unten in die Videobeschreibung, schaut bei notprofi.de vorbei und holt hierfür den Profi. Das war's dann auch im Großen und Ganzen zu diesem Video. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.